In Madrid hat sich die in Spanien lebende französische Gemeinschaft versammelt, um das erste Spiel ihrer Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft zu verfolgen. Überschattet wird das Sportereignis von der Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen nach dem Sieg des rechtsextremen Rassemblement National in Frankreich. Im Mittelpunkt steht der Spieler Kylian Mbappé. Er hatte die Franzosen zum Wählen gegen den Extremismus aufgerufen. Er repräsentiert ein Land oder eine Partie der Frankreich, que él estaba como en los suburbs y pienso que toda la gente en Francia tiene que ser valorizada. O sea, son ejemplos al final y a mí pues como, a ver, también porque comparto sus opiniones, entonces pues obviamente me parece bien. Los partidos de la selección francesa es ya uno de los pocos sitios donde se puede ver a los franceses cantando al unísono. El próximo día 30 acudirán a las urnas divididos. Einige Franzosen werden ihre Stimme in der französischen Botschaft in Madrid abgeben. Die Partei von Marine Le Pen hatte die Europawahl mit mehr als 30% der Stimmen gewonnen. Some people have been let up from right and left, and so the only option they see that they didn't try yet is the far right. In Spanien gingen nur 28,7% der registrierten französischen Wähler an die Urnen. Hier kam das Rassemblement National mit 12% der Stimmen auf den dritten Platz. So the objective is to make our vote count. I did for the European elections first, but now we notice that there are way more people doing it, because we notice the consequences it had. Neben der Botschaft betreiben Nicolas Rossignol und seine Kollegen Wahlkampf für die neue Volksfront. No tenemos mucho tiempo, no nos dejó nada de tiempo para movilizar a la gente, pero lo intentamos, intentamos que más gente vote. Die Franzosen müssen bald an der Urne über die Zukunft ihres Landes entscheiden. Die französische Nationalmannschaft setzt derweil ihre Reise bei der Europameisterschaft fort. Für einen Moment kann das gespaltene Frankreich seine Differenzen vergessen.